Es ist so schön hier im Wald. Ich befinde mich gerade hinter Kombach auf der Kombacher Runde, ein neuer Wanderweg, sehr empfehlenswert. Ja, da bin ich gerade mit meiner Freundin unterwegs. Wir genießen hier einfach die Ruhe, die Stille, den Ausgleich im Alltag momentan in der Situation. Und das ist uns was Interessantes passiert. Ein Wanderweg, ganz neu gegründet, man orientiert sich viel nach Schildern, man guckt viel, wo müssen wir lang, gerade wenn das alles so fremd und neu ist, wie wir den Wanderweg hier heute erleben. Und dann ist es passiert, dass auf der Hälfte dieses Weges ein Baum umgekippt war. Und so ein umgekippter Baum ist ja normal eigentlich gar nicht so ein großes Hindernis. Aber dieser Baum lag so quer über dem Weg, dass wir uns die Frage gestellt haben, hey, soll das der richtige Wanderweg für uns sein? Geht's hier weiter auf dem regulären Weg? Wir haben uns die Frage gestellt, sind erstmal stehen geblieben und es hat Minuten gedauert, bis wir gesagt haben, ja, wir gehen einmal draußen um dieses Hindernis drumherum, um wieder auf den Weg zu kommen. Und es war, Gott sei Dank, wieder der richtige Weg. Was ich damit sagen will, wie ist es denn in unserem Leben? Wie ist es, wenn da von einem vermeintlichen Ziel, was man verfolgt, ein Plan, den man sich für sein Leben entwickelt, plötzlich sinngemäß ein Baum umkippt? Wenn es uns in manchen Situationen vielleicht den Boden unter den Füßen wegzieht. Da ist ein klarer Weg, den wir vor Augen haben und plötzlich verursacht ein kleines Hindernis, vielleicht auch ein großes Hindernis. Krankheit, Armut, Tod, was auch immer. Das kann dieser Baum darstellen. Und wenn der Baum umkippt in unserer perfekt inszenierten Lebensgeschichte, in unserem Ziel, was wir verfolgen, dann liegt auf einmal ein Riesenhindernis da. Und dann fragen wir uns schon oft, wie geht es denn jetzt weiter? Welchen Weg sollen wir denn jetzt nehmen? Den wir ursprünglich geplant hatten, der ist gar nicht mehr so leicht zu passieren, wie wir uns das vorgestellt haben. Und ich glaube, wir haben oft so Situationen. Wir erleben das jetzt auch gerade aktuell in der Corona-Situation, dass uns so ein Weg begegnet. Wir leben unseren alltäglichen Lebensweg, versuchen vieles zu meistern und dann kippt so ein großer Baum um und wir stehen ratlos da. Keiner weiß richtig, wie es weitergeht. Jeder wünscht sich, dass es irgendwie näher wieder an das Ziel heranführt. Keiner weiß es. Und in so einer Situation können wir getrost darauf hoffen, auch ganz besonders in diesen Tagen auf Gott, dass er uns das Ziel vorgibt, dass wir dem Ziel immer getreu bleiben können und den richtigen Weg wählen können, auch wenn es manchmal eine Menge umgekippter Bäume in unserem Leben gibt.